willkommen bei Yamtamtam. Wir haben heute wieder eine Blackbox-Challenge und zwar mit dem Buchstaben D. Ihr habt entschieden, was hier reinkommen soll und wir sind sehr gespannt. Es sind Zutaten und wir wissen nicht, was es ist, müssen daraus aber ein Gericht kochen. Na, dann schauen wir mal. Oh, was Süßes. Okay. Frischkäse? Wahrscheinlich Doppelrahmfrischkäse. Tatsächlich. Okay, dann sind das hier auch keine normalen Aprikosen, sondern Dosenaprikosen. Und das ist keine Zartbitterschokolade, sondern dunkle Schokolade. Auch noch ein Quiz dabei. Was haben wir noch? Oh, Datteln. Darjeeling-Tee, eindeutig. Eine Drachenfrucht. Immer hübsch, ne? Oh, die ersten Dominosteine. Wow. Dampfnudeln. Dampfnudeln? Oder D für Klöße. Bisschen sieht es auch wie Silikonkissen aus für Doppel-D. Stimmt, perfekt. Schokodonut. Okay. Und das sieht wohl aus wie Dinkelflocken. Dinkelflocken? Als ob du das schmecken könntest. So vor der Kant. Also ich würde sagen, wir machen uns jetzt einen Tee und den Rest erstmal so. Ja, kein Problem. ich sehe einen Freakshake tatsächlich. Der Darjeeling mit dem Frischkäse und dann obendrauf den Donut oder so. So ein Trifle eher. Ich mache noch so Dinkelflocken. Mit Schokolade gecoatet. Ja. Und das schmeißen wir da auch rein. Ja. Ah, raus mit dem Mixer. Ich bringe das Gerät. Sehr gut. Ich hole einen Topf für das Salat. Oh, ich koche auch mal Tee, ne? Ja, stimmt. Eigentlich ist das ja eher so ein Cheese-Shake. Ja. Da haben wir mal ein ganzes Video von gemacht. Das könnt ihr jetzt hier oben mal klicken. Cheese-Tea. Cheese-Tea, so hieß es. Zum Glück haben wir keine Durian, also eine Stinkfrucht. Boah, das wäre mal eine Challenge. Kennt ihr die? Das sind so große, stachelige Früchte und wenn man die aufschneidet, riecht das wirklich wow. Bisschen wie Gorgonzola, oder? Aber auch wie 3 Tage ungewaschene Füße. Schmeckt aber gut. Ich glaube, die sind auch einfach ein bisschen schwer zu bekommen. Ja, weil sofort alle in Deutschland denken, was ist das? Und dann gehen sie nicht in den Laden rein. Aber es gibt natürlich auch Asiaten, die hier leben, habe ich gehört. Aber Durian ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfrucht, muss ich sagen. Okay. Boah, Freak-Tea. Freak-Tea. Das ist ein Freak-Tea, ein klassischer Freak-Tea. Wir müssen das relativ schnell runterkühlen, deswegen mache ich jetzt einen sehr starken Tee und den mischen wir dann mit Wasser. Oder Eiswürfeln. Ich schmeiße jetzt mal die Dominosteine hier rein. Und jetzt so viele Dinkelflocken, bis es genau gut ist. Ich mache schon mal unsere Datteln auf. Ach, wir wollten noch die Hefeklöße braten. Ah, ja. Die Dampfnudeln, Entschuldigung. Oh, ich liebe das Wort Klöße. Ja? Ja, ich finde so Klopse und Klöße, es macht einfach Spaß, wenn man das sagt. So dieses KL. Isst du das auch gerne? Ja, sehr. Habt ihr schon unser Thüringer Klöße-Video gesehen mit Kloßfritz? Dann könnt ihr das jetzt hier oben mal klicken. Ich mache eher so ein großes, dann können wir das so da ranhängen, kleben, stecken. Ja, 2 vielleicht lieber. Ich hätte schon gern meinen eigenen. Gut. Ja, Schokoklops. Wenn es zu viel ist, dann isst dem Flo den Rest. Einer ist für Flo. Lecker. Soll ich das mal ins Gefrierfach tun? Jo. Guck mal, ich nehme auch gleich mal unsere Eiswürfel raus. Wie praktisch. Wer isst hier Rosenkohl? Ich mag Rosenkohl. Okay. Ich hole noch mal ein Brett für unsere Drachenfrucht, weil die werden wir einfach nachher so an den Shake hängen, okay? Weil das Lustige an Drachenfrucht ist ja nicht der Geschmack, sondern die Optik. Ja, schmeckt nämlich eigentlich nach nichts. Nichts. Aber es ist wirklich wunderschön. Sehr schön. Sieht aus wie eine Stracciatella-Frucht, finde ich. Soll ich die Dampfnudeln darauf auch noch schnell schneiden? Ja. Ich nehme mir ein kleines Stück Butter aus dem Kühlschrank. Also Butter ist ja eigentlich B, aber Öl ist Ö. Machen wir eigentlich auch noch mal eine umlaute Blackbox. Da müssen wir erstmal das Alphabet durchhaben. Das stimmt. Und dann gehen wir in das Japanische, wo es nur Silben gibt. Dann alles nur mit Ta oder Ke. Soll ich die nochmal abtropfen lassen? Ja. Boah, oder ein bisschen mit rein? Was sagst du? Ich liebe nämlich, diesen Saft zu trinken. Mag ich auch. Ja. Okay. Mm. Ja gut, dann muss ich auch nicht abgießen, dann holen wir es einfach raus. Dann kannst du den Rest nachher trinken. Alright. Gut. Hast du übrigens unsere Challenge gesehen, wo wir kein Messer gezogen haben und alles damit geschnitten haben? Nee. Wenn ihr die auch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt hier oben hinklicken. War das nicht gefährlich? Ja. Das solltet ihr nicht zu Hause nachmachen.
Während die Butter da so vor sich hinschmilzt, würden wir auch dahin schmelzen, wenn ihr den Abonnier-Button drückt und auch gleich die Glocke daneben, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also das war eine Überleitung, ich kann es gar nicht aushalten. Ich leg mal die Brotscheiben rein, die Dampfnudelscheiben. Jetzt müssen wir nur echt viele Datteln da reinhauen, damit es auch ein bisschen süß wird, ne? Ja. Aber wir haben ja auch den Dosen-Aprikosensaft. So ein Wort gibt es auch nur in der deutschen Sprache, ne? Aber das ist das Beste an der deutschen Sprache, dass du bauen kannst. Wow! Jo. Datteln? Tja, wie viel? Oh, mach ruhig rein, ne? Seht ihr ohne Kern? Gott sei ja. Dank. Oh yeah, oh yeah. Der Mixer schafft das schon. Ja, ja. Bisschen Crunch. Den Doppelrahmfrischkäse. Dann ist auf jeden Fall auch schon Salz drin. Viel auch. Dann sind wir mal gespannt. Wow. Ich dekoriere schon mal. Ah, dekorieren auch mit D. Mhm. Oh. Deliziös. Mm. Okay. Bisschen was vom Kefir irgendwie. Ich gehe mal kurz Strohhalm holen. Gut. Ich warte hier. Oh, was für Schöne du gefunden hast. Nee. Ah ja, und die Menge perfekt abgemessen. Was ist los bei uns? Wow. Jetzt hole ich mal unsere Schokoknusper und dann können wir dekorieren. Zuerst ist ein Donut, oder? Hm? Ja. Erstmal ein Donut. Hä, ist so lustig. Das ist wirklich lustig. Und die warme Dampfnudel schmilzt jetzt so ein bisschen die Schokolade vom Donut. Mm, yes. Aprikose noch? Ja. Das ist wie die Kirsche auf einem Amarena-Becher. Melissa, nicht schlecht. Kurz aufräumen und dann können wir kosten. Ah ja. Jetzt können wir gleich kosten. Kann man in einem Schluck alles mitnehmen? Nein. Warum nicht? Muss man jetzt auch so knabbern an der Seite? Ja. Okay. Man nimmt einen Schluck und knabbert, ja? Ich würde zuerst... Okay. Oh, die Aprikose. Mh. Mm. Also mal abgesehen davon, dass das eine... Mahlzeit für drei Leute ist, ist es wirklich super lecker. Vielleicht in deiner Familie. Also eigentlich haben wir die Aufgabe ziemlich gut gelöst, was sagt ihr? Ja, also das ist wirklich irgendwie lecker geworden. Das kann man tatsächlich mal zu Hause nachmachen. Und wenn ihr es gemacht habt, schickt uns auf jeden Fall ein Foto von eurem Freakshake unter dem Hashtag Yabtamtam. Beim nächsten Mal machen wir frittierte Milch. Abgefahren. Das ist auch spannend bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.